So, wie kann ich das jetzt machen? Paradigmen. Kampfmitglieder, genau. Okay, also ich bleib Anführerin, ist logisch. Aber ich will, dass wir jetzt mal statt sie, dass wir mal ihn mitnehmen. Brecher, Heiler, Verteidiger. Das ist doch gut. Das ist doch eine gute Sache. So. Okay. Treppe kommt. Und direkt werden wir richtig nett begrüßt. Oh, da ist ein neuer, glaube ich. Zerstörer? Habe ich so noch nicht gehört. Okay, er ist direkt Verteidiger. Das ist nicht gut. Da müssen wir jetzt gleich nochmal umstellen. Und dann machen wir so. Wenn, dann hauen wir direkt drauf. So, den Zerstörer mal analysieren. Okay, das hat wehgetan. Okay, jetzt den Zerstörer kalt machen. Okay. Ah, es bist ja nur noch du übrig. Oh, Snow, du hast aber ordentlich einstecken müssen. Aber nicht der Rede wert. 602 Kristallpunkte und 2 Booster bekommen. So, wenn ich jetzt... Wir sind genau in der Mitte. Der geht wahrscheinlich nach da. Dann geht der nach da. Dann gehen wir erstmal zu dem da. Danke für die Treppe. Einen Analysator erhalten. Okay, wir müssen ja überall Treppen machen. Das heißt, wir können auch hier runter, ne? Boah, sowas liebe ich ja. Okay, wir müssen erstmal den Psychop-Typen tot machen. Und dafür müssen wir direkt erstmal... Nein, noch nicht auf den. Hier, auf den da. Ja, sein Photonstrahler müssen wir erstmal leben mit. Oder nennen wir es Geschoss. Ich darf auch heilen? Oh. So, und jetzt hauen wir dem erstmal ordentlich eine rein. Er will schon wieder mit seinem Photonengeschoss kommen. Ja, aber nicht mit uns.
Und statt Hope werde ich, glaube ich, Vanille mitnehmen. Dann, glaube ich, noch mal ein bisschen tauschen. So. Auch weg. So, 487, ein Knochenpanzer bekommen. So, Datenlock, ich sag doch, der war neu. Paradigmen. Grüner Telitbrecher. Dann wird er Fehera sein. Nochmal blitzstark. So, so, so. Lebenssymphonie. Ja, das ist eine gute Kombo. Damit können wir wahrscheinlich erst mal eine Weile leben. Oh. Da war ja noch was für mich. Ein Sonnenkammer, eine neue Waffe für Snow. Barriere plus. Näh. So, genau hier Talismane. Initiiert zu Kampfbeginn einmalig Valum. Und initiiert zu Kampfbeginn einmal Ena. Die halten wir mal fest, aber der Blitzring, sobald wir. Ne, können wir den verkaufen. Oh, hier ist aber noch viel zu tun, ey. Oh Gott, das wird ja böse enden hier. Das ist nicht gut. Ja, Vanille ist mit Heilen beschäftigt. Jetzt hat der nicht auch noch was anderes an. Dann ist erstmal die Ordner weg. Das gefällt mir gerade gar nicht. Na, erstmal den Zerstörer, um den kümmere ich mich jetzt hier. So, geht doch. Oh, was ist denn hier los?
So, jetzt haben wir den hier noch. Der ist neu. Der muss direkt mal analysiert werden. Okay. Was ist denn ein Psycho-Prinzipal? Hört sich gut an, hört sich gefährlich an. Oh, der hält aber auch eine Menge aus. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. So. Und hoch, 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 hoch. Ja, genau. Schön verhauen. Der hält sogar noch, wenn er nicht oben ist, eine Menge aus. Und gegen Magie ist er sowieso ganz gut dran. Das heißt, den meisten Schaden mache eigentlich ich. Easy. 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 So. Da geht's lang. Aber da will ich noch nicht lang. Okay, das muss er erstmal im Kopf behalten, wo es hier überall lang geht. Okay. Überall Leitern bauen. Da stehe ich ja drauf. Ja, wenn ich mal die ganze Karte aufrufen könnte, das wär gut. Oh Gott. Ja dann. Nehmen wir erstmal Vollgas. Ja, der Rundumschlag ist schon eine gute Sache. Ja, ja, nee, ist klar. Komm, verpiss dich mit deinen Scheuraketen. Oh Gott! Okay, der zweite ist weg. Oh Gott, nein! So, jetzt ist hier komplette Heilung angesagt. Und jetzt nochmal mich heilen. Und jetzt können wir da richtig drauf. Oh, alter Schwede. Der und seine verkackte Panzerfaust dauern. Ja, und pack die nochmal aus. Oh, pack die nochmal aus. Ja, das kann ich nicht zulassen hier. Ab nach oben. Geht doch. Oh, 707. Das interessiert mich erstmal herzlich wenig. Soldaten. Psycho-Sturmkommando. Guck mal, was wir alles schon hatten. Den hatten wir. Der hatte noch 600. Der hatte schon 4000. Der hatte 22.000. Und der hat ganze 59.000. Und wenn da noch ein paar antanzen, dann Halleluja. Ich hab eine Treppe vergessen. Naja, da versucht er mal die Übersicht zu behalten, ne? Ob man dann noch wirklich jede Treppe genommen hat und so. Aber das war jetzt, eine gute Treppe. Hier lag nämlich noch was. Einen Kompensator. Ach so, den kann ich wieder verkaufen.
da will ich jetzt hin zum Speicherplatz. Und dann werde ich beim nächsten Mal die ganzen Gegner offscreen nochmal platt machen. Und sehen uns dann genau an der Stelle wieder. Ohne die ganzen Gegner hier. Na, jetzt werden wir noch ein bisschen... Bin ich überhaupt richtig? Ja, ne? Wie, da hinten ist noch was. Das muss ich mir erstmal holen. Schnell holen, dann habe ich das. Habe ich das echt vergessen? Ja, ist schön verwirrend hier alles. Auf sowas stehen wir ja, ne? Auch verwirrend. So, was haben wir denn hier? Zwei Runenreife. Da muss ich direkt mal nachgucken. Magische Resistenz interessiert mich nicht. Also sowas juckt mich persönlich gar nicht. Kristallpunkte haben wir auch schon wieder gut gesammelt. Können wir jetzt alle noch verbraten. Ich bin ja mal gespannt, ob die ganzen Leiter dann wieder da sind oder ob ich sie alle nochmal machen darf. Weil ich speichere ja jetzt. Das heißt, normal müssten die ja noch da bleiben. So. Dann wollen wir mal eben alles verbraten hier. So, Magie. Mega Vita. Hat jetzt, glaube ich, fast jeder gelernt. So, sie ist ja auf Weg, Engel zu lernen. Sie hat es gelernt. Das ist für uns, für meine Combo, die ich jetzt hier habe, eigentlich sehr, sehr gut. So, Snow ist, glaube ich, komplett fertig. Jo, der ist fertig. Werde ich den auch wieder gleich rausnehmen. Noch Magie und nochmal Magie und TP und... geht nicht weiter. Da nochmal TP. Und da auch. Da auch. Doch, das ist wohl eine Menge. Oh, wieder zu schnell gedrückt. So, zack, zack, zack. Dahin. Oh, TP braucht der immer, der Junge. So, jetzt haben sie, glaube ich, wirklich alle Mega-Vita gelernt. So, Paradigmen, Kampfmitglieder. Ene, Mene. Ach, komm her. So. Rachekampagne. Brecher, Manipulator, Augmentor. Ja, aber kann ich die? So will ich das nämlich gerne haben. So, Rachekampagne, das ist gut. Heilen, heilen, das ist auch gut. Das können wir so lassen. Ja, dann lassen wir das so. So, und jetzt ab zu den Geschäften. Ne, kaufen will ich nichts. Ich will verkaufen. Accessoires. Den Blitzring, der kann weg. Der Kompensator kann weg. Die Runenreife können weg. So, Waffen. Die Sonnenkammer kann auch weg. Und das gibt ordentlich Gil. Oh, mir fiel hier. Oh, ich freue mich. So, kaufen. Bio-Waren. Und da war 40 Stück von. Erstmal 99 Stück davon. Dann 99 davon. Und ich habe immer noch Geld übrig. Das werde ich auch noch behalten, das Geld. Oder? Ich gehe mal hier. Stahltriebwerke. Oh, die sind so teuer. Wir halten das Geld mal fest. Ne, kann man ja bestimmt immer wieder gebrauchen. Gibt es hier was Neues? Nein.
Ah ja, wir hatten ja hier Streiterreif. Ah, nein, Streiterreif, nein, davon brauche ich noch ein paar. Ich muss erstmal schauen, wie viele. Ich muss mal eben nachgucken. Ausrüsten. Windhalstuch. Okay. Sie hat Titanreif, Abwehramulett. Das kann auch weg. So, der Kraftreif geht weg. Ein Kraftreif, Schildtalisman. Okay. Und hier der Kraftreif muss ich auch noch machen. Also, Schamanensiegel. Okay, ich brauche drei Stück davon. Drei Stück. Nein, wieder mal für den falschen Laden rein. Eins, zwei. Kann ich mir schon mal kaufen? Kann ich noch was verkaufen? Initiiert zu Kraft beginnt einmalig Valum, einmalig Ena. Und tschüss. Okay, dann kann ich jetzt hier den dritten kaufen. Boah, ist das anstrengend. So, das Südhalstuch kann auch weg. Die kriegt einen Streiterreif. Du bleibst so. Er kriegt einen Streiterreif. Das bleibt auch. Und du kriegst auch einen Streiterreif. Und Hope kann auch so bleiben, wie er ist. So. Verkaufen. Der Kraftreif. Das Windhalstuch. Der Kraftreif. So. 12.000 Gil übrig. Modifikation. So. Waffen. Dann lasse ich erstmal die Finger von. So, machen wir jetzt die restlichen Titanreife auf 5. Ich versuch's zumindest. So, Silikonöl. Stufe 4. Wen habe ich denn da? Sasch. Oh, 5 von den Dingern. So, Knochenpanzer. Digitalschaltkreis. So, dich halte ich noch fest. Jetzt machen wir erstmal hier Eisenpanzer. Ich brauche mal 3. Das müsste reichen. Okay, Stufe 5. So, Titanreif Stufe 5. Abwehramulett, das kann ich noch. Ja. Das ist schon auf Stufe 5. Jetzt geht das erstmal auf Stufe 5. 600. Ja, das sollte reichen. So, Stufe 4. Na, das muss ich so machen. Stufe 5. So, das ist auf Stufe 4. Das kommt jetzt schon direkt schon auf Stufe 5. Yeah. So, das ist auf Stufe 3. Jetzt auf Stufe 4. Dafür brauchst du noch 672. Ja, könnte... Ja, hat sogar gereicht. So. Der Titanreif. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das muss der letzte Titanreif da hoch. Da hilfst du jetzt einmal gut mit. Stufe 2. Stufe 3. Das ist auch gut. Ich muss echt noch einen draufknallen. So, Stufe 4. Mal 3. 46 habe ich noch von den Dingern. Ernsthaft, ich muss noch einen verbraten. Und mich verrechnet. So, Stufe 5. So, wen habe ich denn drin? Vanille, ne? So, wo, die hat das Abwehramulett. Aber das muss ich eh mal auswechseln. Okay, dann lass aber erstmal den Schildtalisman. Streiterreif. Da. So, du kriegst jetzt alles. Der Streiterreif von mir kriegt jetzt alles. So.
Ich werde jetzt nicht nochmal, das machen wir beim nächsten Mal. Ich werde jetzt aber schon mal das Geld ausgeben. Falsch. Ich will zum Bioladen. Ich bin nämlich hier voll Bio. Ich bin voll Bio. Es ist, vor allem ist es billig und bringt viel. Das finde ich zum Beispiel so. Und damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hier weitermachen. Hier auf dem Weg zum Primarch. Das wird spannend beim nächsten Mal. Also schaltet ein. Ciao.